So, gut. Der nette Kimiro Kawaii, der das Ganze auch auf Twitch ab und zu verfolgt, hat mich eingeladen. Er ist ein Tank. Und jetzt gehen wir hier rein. Fett. Tausend Löcher von Totorak. Los geht's. Los. So. Geht das auf dem G einfach? Nee. Puppe, hallo. Hallo und Mom. Ich habe mir sogar noch verschrieben. Ich hoffe, hier in diesem Spiel versteht man auch Mom. So, gut, los geht's. 1000 Löcher von Totorak. Sieht schon mal geil aus. Seltene Lichter schweben im Inneren des Dungeons, Kreaturen des Waldes. Okay, gut. Ich sollte vielleicht den Leuten helfen. Und jetzt hier irgendwas lesen. So, da gucken wir mal, wie der gute Mann tanken kann. Bin. So, sind down. Erste Dreschmann-Truppe, super. Okay, wir müssen anscheinend hier lang. Doch nicht da drüben. Ich kenne mich ja hier nicht aus. Gesammelte Fotozellen 1. Markitech Terminal ist im Rouge. Hallo? Haben die mich ja ausgesperrt hier? Okay. Sehr, sehr nett. Jo, dir auch viel Spaß, ey, Bester. Ja, sorry. Wenn das öfters vorkommt, muss ich mal gucken. Dann setze ich vielleicht meine Anforderungen einfach ein bisschen runter. Vielleicht liegt es ja auch an mir. Schauen. Das wird schon. Das passt. Da ist eine Schatztruhe. Die will ich aber schon noch looten. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Okay. Whatever. Hier geht's weiter, alles klar. Saurier. Pterosaurier, alles klar. Als
ich auch kurz auf den Desktop gehe, dass ich hier immer einen schwarzen Bildschirm bekomme. Okay. Wohin? Okay, er kennt anscheinend den Weg. Das ist schon nett. Sehr groß aus. Finde ich sehr nett. So, scheint der erste Boss zu sein. Oder irgendein Event. Neunschwänziger Girl, danke. Schon gut, was aus hier. Ich muss mir das dann mal ein bisschen angucken, wie das ist hier mit, wie oft ich Eis drücken muss, um wieder volles Mana zu haben, damit ich da keinen Schaden verschwende. Das weiß ich halt nicht ganz genau. Nein, ich will erstmal hier an die Schatztruhe nach. Krieger. Hier. Es droppt immer nur Krieger. Ich meine, es ist okay, dass für die Tanks recht viel droppt, finde ich. Aber guck mal. Die Dinger heißen ein paar ätherische Baumwollkeks. Was für ein Krieger zieht denn Baumwollschuhe an? Ich nicht. Ich laufe einfach mal den Tank hinterher. Nasspudding. Okay. Nasspudding. Das war klar, das ist auch nicht. Nasspudding. Hier geht's direkt weiter, okay. Was ist hier noch? Ich will das ja alles sehen hier. Wenn ich das schon mal spiele, dann will ich das alles sehen. Aber anscheinend ist hier nichts. Gut, da hat der Heiler wohl Akku gezogen, kurz. Oder die haben eben Random Attacke, das kann natürlich auch sein. Ich verstehe schon, dass ich so schnell oben bin. Aber ich verstehe es nicht, warum ich es nicht merke. Das nervt mich. Na gut. Das kommt später, wenn man mal in die Raiden geht oder so. Dann lernt man die Rotation noch ein bisschen besser. Wenn sind auch noch Mobs. Okay, wir gehen erst hier hin. Aus allen Ecken, ne? Und ich bin 50 Wasser geschafft. Okay. Jetzt habe ich nicht mehr genug Mana. Diesmal habe ich dran gedacht.
Nicht mehr Vollmann. Obwohl der Gras, glaube ich, nicht mal durchgeht. Ein bisschen komisch. Sauber. Ich bin eigentlich wieder voll. Ich kann eigentlich durch. Vielleicht noch zweimal Eis, höchstens. Ja, schon. Den Boss haben wir jetzt anscheinend ausgelassen oder so. Wie süß, guck mal. Hat er eine Brille auf? Ui. Dankeschön. Ein Sprössling. Da wurde ich voll durchgezogen als erster, weil ich ein bisschen zu weit vorne wahrscheinlich. Jetzt bin ich wieder oben und hab's nicht gemerkt. Ja, zwei Casts. Zweimal Eis und dann ist gut. Boss kommen. Magitech Terminal in der Ruhestadt der Narren aktivieren. Okay. Ah, das erscheint hier, ne? Ich stehe nicht sonst noch nicht so ganz, aber. Ja, wurscht. Ich muss halt einfach nur drauf. Die Ruhestadt der Narren hat sich geschlossen. Das heißt, wir sind momentan in der Ruhestadt der Narren. Das ist mal zusammen. Hier wird ja schon irgendwie tanken. Was war das schon lang so ein Feuerzeug? Oh, Feuer ist schneller. Schatzruhen. Mhm. Vergleichen. Ja. Bedarf. Und das hier vergleichen. Bedarf. Klipper auf dem Boden. Oh mein Gott. Habe ich es jetzt gewonnen? Das habe ich erhalten. Ich habe beides erhalten. Yeah, geil. Muss ich mal kurz gucken, ob man das im Kampf anziehen kann. Die schaffen das auch ohne mich. Strumpfhose war das eine und das andere war Leibriemen, also ein Gürtel wahrscheinlich, ne? Ja. Anlegen. Anlegen. So, da müssen wir mal ganz kurz Charakter. Okay, habe ich gespeichert, alles klar. Bleichschwere. Ach, das ist einfach nur, das verlangsamt mich einfach nur, okay. Gut. Ich habe zwei neue Sachen. Sehr geil.
ist groß, die irgendwie, ne? Wie geht das denn? Der war ja instant down hier, der Typ. Okay, vielleicht keine Elite. Anscheinend keine Elite. Insta-Down, wie man heutzutage sagt. Milbenfalle. Okay, wir kämpfen also gegen die Milben und gegen die Fallen der Milben. Tür zur Folterkammer öffnen, ist der nächste Schritt. Ich laufe einfach nur hinterher. Hier lang? Okay. Das war's schon. Hier ist die Sackgasse oder was? Hier ging's doch aber noch hoch, oder? Hier ging's doch noch hoch. Junge. Scheiße, wo muss ich hin? Ach, da sind sie hin. Okay, alles klar. Ist ja richtig verwirrend hier, das Tunnelsystem. Out of sight laufen hier. Hey, hier. Kimiko ist gar nicht schlecht hier als Tank. Er geht gut voran. Bin ich gut. Genau das hier meinst du. Nicht out of sight laufen. Sollte ich vielleicht instant drauf zünden. Boah, das war echt ein langer Weg. Endlich! Dark Souls lässt grüßen. Finsternis. Oh, Finsternis. Alter, geil. Tagon Rajadum. Tagon Melrock. Top Sagnuma Equi. Trotzdem will ich in deiner primitiven Sprache zu dir sprechen. Aus Freude über unsere Begegnung.
Kauf den an, ist jetzt klar, dass ich das hier gerade aufnehme und dass ich deswegen halt... Ich bin der Ashien La Abrea, Diener des einzig wahren Gottes. Du hast mein Interesse geweckt. Du und die Kraft, die in dir ruht. Das Licht hat sich in dir eingenistet und zerfrisst dich wie ein Geschwür. Von innen, Entschuldigung, bis zu Wesen der Dunkelheit. Deine Gabe ist beachtlich. Du scheinst sogar in der Lage zu sein, den Äther zu formen und Lichtkristalle zu manifestieren. Jawohl. Gerne würde ich erleben, wie du Geschichte schreibst. Doch du bist dem absoluten Gott in die Quere gekommen. Der absolute Gott. Komm. Ganz ehrlich. Höre, fühle, erkenne das Böse. Deshalb muss die Geschichte von dir und dem Kristall nun ein jähes Ende nehmen. Ich glaube nicht. Graffias besiegt. Boah, Alter. Ich hab keine Ahnung von der Bossmechanik. Ich mach einfach mal. Halten Sie den Osten. Okay, ich sollte wahrscheinlich die Knospen kaputt machen, ne? Gehen wir erstmal auf die Äpfel, ne? Warum bin ich schon oben? Wo war ich denn jetzt oben? Warum? Ich habe gar nichts gemacht. Feuerrad drauf machen, wenn der drei Stück stehen. Ich habe irgendwelche Knospen. Ich glaube, ich kümmere mich mal um die Knospen. Damit da keine Viecher mehr rauskommen. Also der scheint jetzt aber nicht so schlimm zu sein, den Moment. Den Stachel kann man separat angreifen. Töten. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Irgendeiner muss mir aber helfen, alleine schaffe ich den nicht. Danke. Das war's schon. Ich habe Frostbrand erhalten. Jetzt um das Beutegut würfeln. Okay. Habt ihr es gehört? Perfekt. Nee. Schatztruhe erstmal. Frostbrand. Okay, brauche ich eh nicht. Irgendjemand hat Bedarf gewürfelt anscheinend. Ich habe es aber geschafft. Zurückkehren, jawollo. Oh, was ist da noch los? Wer ist das? Mmh.
Huh, endlich ist die Meinige befreit. Ein ganz Düstriger hat die Meinige fest in einen Kokon eingesponnen. Die Meinige ist fast zu Gitzerbrei zerquetscht worden. Aber irgendein Hilfreicher hat die Meinige gerettet. Und der Dürstige ist verschwunden, weil ich ihn getötet habe mit meiner geilen Crew. So sieht's nämlich aus. Hat der Heldenhaftige etwa all die Monstrigen besiegt? Oh, danke, vielen Dank. Ach, nice, guck mal. Das ist doch ein schöner Screenshot. Lasst uns nun diesen finstrigen Ort verlassen. Schnell, kehren wir zur Sylphenzuflucht zurück. Das ging ja fix. Werde ich jetzt geportet? Das wäre ja sehr nett. Dann muss ich den ganzen Weg nicht nochmal laufen. Yeah. Oh, Videosequenz noch. Geil. Wird eine lange Folge, aber cool. Centurio, der Trupp von Leichenruf, hat das Zielobjekt aus den Augen verloren. Verstanden. Ah, das gibt's doch nicht. Wo ist das Miststück hin? Also noch keine Spur von Ramu? Tribunus, leider nein, kein Anzeichen, aber wir. Genug, spar dir deine Worte. Wenn wir weiter vordringen, werden die Kridanier auf uns aufmerksam. Die Weisung lautete aber, eine direkte Konfrontation zu vermeiden. Dass die Sylphen ihren Ramu in letzter Zeit nicht beschworen haben, scheint also zu stimmen. Wir sollten die verdammte Operation abbrechen. Die Götter Eorzeas erfüllen einen aber auch nicht den kleinsten Wunsch. Was für ein nutzloses Pack. Was ist mit den Sylphen, die wir vorhin gefangen haben? Da waren doch noch ein paar am Leben, oder? Es tut mir leid. Wir wollten aus ihnen herauskriegen, wo sich Ramu versteckt hält, und da haben wir sie wohl etwas zu hart rangenommen. Ihr seid böse. Ihr könnt auch gar nichts richtig machen. Was bringen uns tote Geiseln? Na, ist ja auch egal. Ohne Götter sind die wilden Stämme ohnehin nur dummes Vieh ohne Verstand. Oder Gemüse in diesem Fall. Es wird gleich dunkel. Wir nutzen die Dämmerung zum Rückzug. Los, Bewegung. Aye, Sir. Alles Idioten. Wenn das so weitergeht, kommen wir nie ans Ziel. Ich muss Geduld haben. Unsere Mühe wird irgendwann belohnt werden. Oder wie hast du einmal gesagt, selbst wenn dabei Himmel und Erde zugrunde gehen sollten, wer soll bis an die Grenzen des Möglichen vordringen, wenn nicht wir? Das ist wohl die Bestimmung der Magitech-Ingenieure, was, Galund? Aber dein Stern ist im Sinken begriffen. Nun beginnt meine Ära. Oh, Revolution! Und im Angesicht dieser glorreichen Zukunft wird sogar die absolute Waffe für Legatus Gaius verblassen. Die haben alles mit angehört. Ältigste Frixio. Bestimmt haben diese diesige Noxia getötet. Die Finstrigen haben sicher noch Schlimmeres im Sinn. Die Andrigen entführten. Ach, den Fremdigen kann man einfach nicht trauen. Mir schon. Die Gemeinigen aus Galemite sind ganz anders als die Kridanier. Schnell weg, bevor die Gemeinigen wiederkommen. Das war jetzt sehr verwirrend zum Schluss. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich bin immer noch in der Inni drin. Was schaut der Deinige denn in die Luft?
Warum ist der Deinige eigentlich in dieser Gegend? Hat der Hilfsbereite etwa nach den Meinigen gesucht? Ah, jetzt kommt's raus. Jetzt können wir dir endlich erklären, dass er doch bitte friedlich sein soll gegenüber dem Waldgebiet da, gegenüber Gridania. Oh, der Neugierige will über den großartigen Ramu sprechen. Na gut, weil der Deinige Noraxia so nett geholfen hat, wollen auch die Unsrigen etwas geben. Das ist doch nett. Um die Meinigen braucht sich der Nettige keine Sorgen zu machen. Der Nettige kann ruhig zu seinigen Freunden zurückkehren. Oder der Deinige kann auch zur Silphenzuflucht zurückkehren. Dann werden die Unsrigen etwas über den großartigen Ramu erklären. Okay. Ich streame jetzt seit knapp 3 Stunden und ich bin immer noch in diesem Sylphengebiet. Wahnsinn. Ich habe gedacht, das wäre so ein kleiner Abstecher. Aber was soll's. Abgemacht. Dann kommt der Mutige also zu den Unsrigen. Und jetzt nichts wie fort von diesem Ort. Das reimt sich sogar. Das ist ja süß. Nichts wie fort von diesem Ort. Portal. Ich will da gar nicht mehr hin. Ich muss ja jetzt zurück, ne? Cool.